Hallo liebe Freundin von Mariposa Fashion Blog, heute sind wir zu Gast bei einer besonderen Bibliothek oder Bücherei. Und hier ist der Besitzer oder er wird uns ein bisschen über diese Bücher erzählen, die uns sehr interessiert. Das sind Fashionbücher, sehen wir die Menge. Das kann man hier sich nur verlieben. Ne? Ist wunderschön, der Laden. Und wir empfehlen das, wenn ihr in Hamburg seid, damit ihr hier besonderen Bücher kaufen. Das sind nicht nur diese Bücher von Modebloggers oder so, sondern wirklich Inhalt ist sehr reich. Ne? Und sehen wir, die haben alles Mögliche. Hallo, guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen zum Mariposa Fashion Blog. Kannst du uns bitte Bücher empfehlen? Was muss man unbedingt in Ihre Bibliothek haben, was trennt momentan, was ist wichtig, wenn man sich über das Thema Mode beschäftigt und was hast du von Neuigkeiten für uns als Fashion Lovers? Naja, also ich bin natürlich der Meinung, dass man diese ganze Wahl bei sich haben sollte. Ja, Kleiner Scherz. absolut. Sehen wir, das ist wirklich so. Das sind, wie viele Bücher habt ihr hier in Haus? Also wir haben ungefähr, also zu all unseren Themen, ungefähr 50.000. Das ist ein bisschen viel, ne? Das ist sehr viel, ja. Ja, genau, aber Aber sehr ja, unseren interessant. Laden gibt es halt schon seit 1970. Okay, das sind. Und ja, da hat sich so das ein oder andere angesammelt. Super schön. Was halt in allen unseren Bereichen immer der Anspruch ist, dass wir wirklich die Bandbreite der Themen zeigen. Also wir haben da keine Ausschlusskriterien, sondern im Gegenteil, wir öffnen uns. Also es gibt nicht nur was zur Modegeschichte, Ja. Modetheorie und zu den Techniken, sondern auch zu einzelnen Textilien aus den unterschiedlichen Ländern und Kontinenten. Dann natürlich was zur Modezeichnung, zum Modeschnitt. Wir haben zu einzelnen Accessoires, Abteilungen, also Schuhe, Hüte. Und dann gibt es natürlich die ganzen Monografien der Modedesigner, einzelnen ne? Modedesigner Auch sehr Firmen. interessant, ne? Das ist sehr wichtig, weil momentan viele Leute klicken nur auf Instagram und lassen sich nur darauf inspirieren und verlassen oder vergessen, dass die Literatur sehr wichtig ist, ne? Wenn man Dem sich. kann ich nur zustimmen. Alles klar. Okay, sagst du uns bitte jetzt gleich, was er hier im Portfolio des Hauses hat und bleiben wir dran. Okay, Florian, was hast du für uns gewählt als Bücher, die man sofort unbedingt in der Bücherei haben muss? Also, wir haben zum einen hier Haute Couture, Mode im Detail. Das ist Ja. eine wunderbare Zusammenstellung von Mode aus unterschiedlichsten Jahrhunderten. Und das Besondere ist, dass einem hier wirklich aus den einzelnen Epochen die Kleider vorgeführt werden, im Ganzen, aber im Detail und dann auch nochmal abstrahiert in der Zeichnung. Alles klar. Das ist also ein wunderbares Nachschlagewerk. Sehr schön. Der zweite ist Dann, schon. um eine der Monografien zu Ja, zeigen, absolut klar. Oscar de la Renta, Oh, das fantastico, ja. sollte man wirklich haben. Ja. Und um ein Beispiel für unsere Accessoire, kann man ja eigentlich nicht wirklich bei Schuhen sagen, Ja, aber genau. Aber von hier, Geschichte, ne? genau, hier wäre eben Berruti, der für wirklich weltberühmte Menschen Schuhe Maß angefertigt hat. Und das ist eine Dokumentation dazu. Schön groß, man kann jeweils sehen, was es für Herrlich. Schuhe waren, für Ja. wen es war. Ja, Das sehr macht schön. einfach Kannst Freude. du uns noch eine andere Blätter zeigen? Das Ja, finde ich super sehr gespannt. gerne. Dieses Buch ist fantastisch, ehrlich. Sowieso für unsere Designers, die gerne mehr Informationen oder Inspirationquellen haben wollen. Das sind hier, guck mal. Ne? Also wirklich die Geschichte in Blättern. Ne? Sehr schön. Und was Und hast du noch? ja, dann habe ich einen, wenn man so will, Die Klassiker, Bekannte. wenn man lesen möchte, die Kunst Chanel zu sein.
Coco ja. Chanel erzählt ihr Leben. Das ist wirklich so ja. ein Muss haben. Genau, ein Must-have. Muss man haben. Hier habe ich das letzte, finde ich wunderschön, Bottega Veneta, die ja. Italienerin, die wirklich wunderschöne Sachen macht. Sie ist eine der Avantgardisten, Modedesigners ne, aus Italien. Wunderschön sehen wir die Inspirationquellen. Also hier ne, Kunst und Mode sehen wir wieder. Wunderschön. Florian, wir bedanken uns für deine Zeit. Ich danke. Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Ciao.